Blub, blub, Leute. Willkommen zurück zu Let's Play Dark Souls 3. Ja, ich habe mal ein bisschen nachgeguckt. Hier unseren Zauberlehrer werden wir... die Questline werden wir noch nicht fertig machen können. Dazu müssen wir nämlich einen Boss besiegen. Nämlich den letzten Boss. Da dumm. Wer hätte es gedacht. Aber das andere können wir fertig machen. Die soll nämlich hier sein. Gucken wir mal. Die Questline ist ja schon lange relativ soweit. Darf ich mal... Hallo, laden. Hallo, ich habe PC-Version. Das soll ein bisschen schneller gehen, ne? War das nicht hier? Doch, hier war es. Hier muss ich rauskommen. Ah, geht doch. Mensch, Mensch, Mensch. So. Und zwar hier sollen sie sein. Und ich kann andere Gegner jetzt an meinem Hintern. Direkt bei Judex Gandias Leuchtfeuer. Übrigens frage ich mich auch, wo der noch bleibt. Ah, es hieß, zwei Bosse kommen noch. Dann wird wohl einer davon er sein. Ja, komm, ihr seid doch kein Problem mehr. Du hast noch was. Ist okay. Nämlich schwinde Seele. Jo, ist okay. 50 Seelchen. Ah, da ist er nämlich. Guck dir es an. Guck dir an. Den müssen wir jetzt platt machen. Ich hoffe, das kriege ich hin. Ich bezweifle es, aber wir werden sehen. Oh, nicht eh da unten, ne? Bei euch da unten habe ich keinen Bock. Einfach nur, damit ihr mich nicht stört. So, gucken wir mal, ob wir den Typen jetzt erledigen können. Wenn nicht, ist auch nicht so schlimm. Ah, oh, da liegt sie. Er hat sie mir genommen. Ich made myself very clear. Ja, passt auf. My allegiance okay. Remained only as long as you assured the girl's safety. Der Penner hat sich gebufft. This night of Kareem does not forgive betrayal. Aua, ey, wie er nicht gestaggert wird, schaut's euch an. Aua. Okay, Penner. Marina. This bastard. Ja, tut mir leid. Ich wusste es ja nicht. Ich dachte ja, es ist die einzige Möglichkeit, wie ich den Kram kaufen kann. Wehklagendes Schild. Habe ich eigentlich die Handschuhe, die ich von ihr habe, kaufen können? Ich glaube nämlich nicht, weil dann kann ich die Questline gar nicht richtig zu Ende bringen, leider. Ich kann euch aber sagen, wie sie zu Ende sein soll. Ich brauche nämlich auch Morns Stulpen. Und ich weiß nicht, ob ich sie von ihm gekauft habe. Ich glaube es nämlich nicht. Ja, ich habe sie von ihr nicht gekauft. Scheiße. Ich hab's mal gewusst, ne? Ah, oh, so ein Kack, ey. Ne, ich habe sie nicht. Gar keinen Fall. Schade. Damit können wir die Quest nicht ganz beenden, aber naja. Oh, who is that? Someone there? Anyone? Oh, sie ist so tainted, die Arme. Oh, sweet champion. Where have you been? Die arme Blinde. Please, your touch. The little creatures, how they nip and bite. Tschüss. Ja, wenn wir jetzt nämlich seine Handschuhe hätten, leider habe ich die nicht. Das ist ein bisschen schade. Aber wenn wir sie hätten, müssten wir sie damit nochmal antatschen. Dann würde sie sagen, also sie würde ihn erkennen damit, den Typen von eben, und dann sollen wir sie töten und dann würden wir ihre Asche bekommen. Ich werde sie jetzt einfach so töten und hoffen, dass ich ihre Asche bekomme. Vielleicht kriege ich dann ja auch ihren Kram. Oh nein. Au. Hey, na, alles cool? Vielleicht bekomme ich dann ja ihren Kram. Ich weiß nicht mehr, wo sie saß. Oh, hier war's. Okay. Hallo. Oh, sweet champion. Where have you been? Please, the little... Okay, ich kann doch was kaufen. Ein Ring. Es hieß aber, bei ihr kann ich die kaufen. Hm. Ja, ich könnte jetzt noch bei ihr alles kaufen, aber... You know, in my home of Kari, I would be pleased to share the tale, though, to be honest. But if I had a divine toe, oh, terribly sorry. Oh, please. Hm. Komisch, warum ist das Wasser so grün? Das ist ja strange. Komisch, weil eigentlich sollte sie jetzt immer noch sagen, so... Bitte, touch mich, touch, touch, touch. Warte mal, wir gehen gerade nochmal dahin. Wir machen gleich mal schief weiter, Leute, keine Angst. Aber ich wollte euch das auch mal zeigen. Ich habe ja jetzt diesmal gar nicht alles gezeigt. Ein paar Sachen habe ich ja offscreen gemacht, einfach weil... Blech. Aber ist ja nicht so schlimm. Oh, please, a little... Hm. Nö, wisst ihr was?
Sweet chat, please. Ja, tut mir leid. Und es tut mir auch leid um dich. Obwohl, ach, eigentlich kann sie... Obwohl, sie ist tainted. Ach, das ist scheißegal. Wir lassen sie erstmal so. Ich weiß nicht, ob ich sie umbringe. Mal gucken. Ich glaube nicht. Ich mag sie eigentlich. Und so lebt sie immerhin weiter, auch wenn sie sehr arm ist. So. Das wäre das. Wir haben ein paar Seelchen bekommen, ein bisschen Waffengedöns. Oh, das war das Extragebiet. Ja, dann gehen wir wieder zurück zum Grochenarchiv. Grochenarchiv, genau. Gott, oh Gott. Ich kann schon immer reden, Leute. Ist alles scheiße. Oh, ich würde gerne noch ein bisschen Halcyon aufnehmen. Ich glaube, das mache ich noch. Weil den Boss werde ich eh nicht schaffen. Ich sehe mich doch. Ja, ich kenne mich doch. Ich sehe mich doch. Leute, warum sehe ich mich? Und warum funktioniert der Scheiß immer noch nicht? Kacke, aber das geht wahrscheinlich wirklich zum Boss und das ist das allerletzte Leuchtfeuer, das wir kriegen. Wir bekommen, sorry. Ich finde das Wort kriegen scheiße. Was haltet ihr davon? Ich find's doof. Krieg, ne, das klingt immer so nach Krieg und das ist Quatsch. Bekommen, erreichen. Au. Zerstören. Wisst ihr was? Ich werde jetzt einfach mal das hier ändern. Schnell, zap, und dann ist gut. Ich sollte vielleicht wirklich mal aussortieren, aber ich habe keinen Bock. Ich habe keinen Bock. Oh Gott, ich muss hier hin. Damit ich direkt durchlaufen kann. Ich trotzdem noch dahin bugge, wo ich hin soll. Ja, sehr gut. Okay, jetzt haben wir hier oben ja auch Kerzen. Ich muss jetzt nur irgendwie da hochkommen, das ist jetzt die Frage. Schaffe ich das? Hier soll übrigens die Leiche dann zu finden sein von unserem Zauberfutzel. Ja toll, kriege ich das jetzt noch hin? Muss gehen. Au, nicht runterwerfen bitte und nicht wehtun, damit ich nicht runterfalle. Wenn ich runterfalle, bin ich tot. Dankeschön. Ist cool. Schweinehunde. Immerhin haben wir den Ring an, der wird uns erstmal ein bisschen noch am Leben halten. Jawohl. Scheiße. Ich brauche jetzt aber eigentlich den anderen. Ich brauche verkürzte Zauberwirkzeit. Könnte man auch mit, Warte, wir haben doch die jetzt. Könnte man auch mit was anderem erreichen, die verkürzte Zauberwirkzeit, einfach indem ich Dex skille, aber ja, macht voll Sinn, dass ich Dex skille als Magier. Hey Freunde, na? Bitte nur einer von euch. Das wäre cool. Boah, ich will die Pfarrerrüstung haben, ne? Dreckschwein. Guck mal, wie ist sie nicht interessiert? Es sind verdammt nochmal Kristallseelenmassen. Au, oh, ey, dieser scheiß Bogenschütze, ne? Wie der mich gerade weghaut. Oh nein, das wollte ich nicht. Oh nein, das wollte ich auch nicht. So, Ende, Freund. Ende. Gib mir dein Zeug. Goldschwingkopfschild. Warum krieg ich die Rüstung nicht? Nein! Ich dachte, ich krieg die so. Der hat die doch an, der Sack. Da muss ich die doch auch kriegen. Bekommen. Jawohl, hier passt kriegen sogar. Oh, oh. Ah, wie er einen Crit macht, der Penner. Ne? Mit so einem scheiß blöden Schwert-Bullshit. So, Ruhe ist, Freund. Ruhe ist. So, den Magierfutzel auch noch platt. Oh, ich habe was bekommen. Cool. Danke. Onikiri und Blablub. Wow! Du Ratte! Alter, schaut's euch an! Ich glaube, das war der Strudel, der Seelen, der Dingsstrudel. Oh nein. Und dann noch Kristall, ne? Oh ja, Kristallseelenspeer ist natürlich auch drauf. Ne? Komm hier. Guck mal. Hast du jetzt auch noch was drauf, hä? Hä? Hast nichts drauf, du kleine Ratte. So, wo ist? Gibst du mir einen schönen, wenigstens einen schönen Stab? Stab des Kristallweisen, das klingt doch schon mal gut. Das ist wahrscheinlich nicht so gut wie meiner momentan, weil meiner aufgerüstet ist. 151 und ich mache 184. Könnte aber werden, hat einen Bonus auf B. Muss ich gucken, ich muss schauen, dass ich ihn aufrüsten kann, dass ich genug Seelen habe und dann schauen wir mal. Na gut, ich habe 42.000 schon wieder. Das ist schon cool. Dafür, dass ich nur die paar gekillt habe. Nur die paar Kanalien.
Ich weiß nicht, warum ich den Kopf genommen habe, aber... Oh, Sinne sind mutigen Drittes. Normalerweise müsste die Rüstung hier sein. Ich habe gelesen, nach dem... Also habe ich jetzt nicht nochmal nachgeguckt extra, weil ich sicher war, dass der mir die gibt. Aber nach dem Kristallweisen kann man umhauen, dann bekommt man die. Irgendwie sowas habe ich gelesen. Okay, randalieren können wir immer noch. Sehr schön. Das hier will ich haben. Das ist definitiv der richtige Weg. Nach unten. Jetzt geht es hier rechts und links noch lang. Okay, hier ist nichts. Ja, da ist der Boss. Da ist der letzte Boss. Definitiv. Und ich weiß, dass wir unseren Zaubermeister da beschwören können. Vielleicht versuche ich ihn ja doch noch heute. Und vielleicht schaffen wir ihn ja sogar, aber ich bezweifle es. Der wird heftig sein. Oh, dieses Mal im Himmel, ne? Puh. Fu, 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 fu. Seelen sind mutigen Ritters. Da oben ist auch noch was. Und oh ja, genau. Drei gar... Kein Massen, kein Fratzengeballer und so. Keine Massenscheißer mehr an Gegnern, ne? Ja, ja. Ja, 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 ja. Sowas haben wir gern. Sowas haben wir gern. Wenn die wenigstens nacheinander kommen würden, ne? Nicht alle zusammen, aber die kommen wieder alle gleichzeitig. Ich sehe das doch. Und das hier... Ich weiß nicht. Ich meine, ich finde diese Kathedrale wunderschön. Die ist super gemacht und sowas. Aber das ist mir zu sehr Bloodborne. Da sah es genauso aus. Haben wir auch dauernd auf irgendwelchen Dächern von Kathedralen Quatsch gekämpft. Oh, ich will nicht gegen die antreten. Ich habe zu viel Seelen dafür. Ich brauche 60.000, 70.000 oder sowas wieder. So glücklich wie Shiro mit seinen 100.000 Seelen. Da drin ist etwas. Oh Gott, ich werde so sterben. Oh, wir kommen aufs Gebälk. Weißt du was? Tschüss. Kein Bock auf euch. Ich weiß nicht, was es mir hier bringt. Da hinten ist noch was. Ich komme ja nicht wirklich weiter. Toll. Ja, das war jetzt mein Tod. Oder ich kann da runter auf den Käfig. Aber was bringt mir das denn dann bitte? Also nicht Käfig, auf den... ja, toll, ich sehe gar nichts. Das ist super. Auf den Kronleuchter oder was das da vielleicht ist. Kann ich jetzt die Arschmade irgendwie kaputt hauen? Ich meine, ich kann sie kaputt hauen, aber was bringt mir das? Da ist noch eine Leiter. Oh shit! Oh Gott, Vogelkäfig. Das habe ich auch nicht gesehen. Göttliche Säulen des Lichts. Ja toll, das ist aber ein Wunder. Mit Wundern kann ich nichts anfangen. Das ist lustig. Gefällt mir somewhat. Das, was mir nicht gefällt, ist, dass der auf mich ballern kann, aber ich nicht auf ihn. Au, so gefällt mir das schon besser, wenn ich auf ihn ballern kann. Und er hoffentlich weniger auf mich. Einfach durchziehen. Damit er nicht mehr ballern kann, überhaupt. Ja. Okay. Damit haben wir den erledigt. Da kriegen wir eine Leiter. Okay, aber erstmal gehen wir da hinten rum. Sofern die Kamera hier nicht rumspackt, was ich mir vorstellen könnte. Aber ich hab die Wandvermeidung ausgestellt, die Wandmeidung. Von daher sollte das nicht... Gesegneter Edelstein. Also nicht probieren, ja. Nein, nicht passieren. Das sind die Seelenmassen, okay. Gesegnete Waffen. Bullcrap. Irgendwas haben wir noch bekommen. Den Spruch. Ne, den Wunder. Göttliche Schieße. Göttliche Säulen des Lichts. Erzeugen in der Umgebung mehrere Lichtsäulen. Dieses Wunder von Gertrude, der himmlischen Tochter, lässt in der Umgebung mehrere Lichtsäulen herabfahren. Gertrude, der heiligen Dienerin der Königin, wurde diese Geschichte von einem Engel offenbart. Obwohl sie Augenlicht und Stimme verlor, war sie fest entschlossen, die Geschichte festzuhalten. Gewöhnliche Menschen können ihr lückenhaftes Gekritzel weder in Ziffern noch verstehen, wie es die Grundlage des Engelsglaubens von Lothric werden konnte. Okay. Engelsglaubens, toll. Ganz, ganz tolle Sache, ganz toll. Hab ich gar nichts mit am Hut. Gar nichts mit am Hut. Ich wusste, dass mir das wehtun wird. But that's okay. That's absolutely okay. Okay, erstmal die Leiter. Oh, ich kann nur herunterklettern. Okay. Ah, so kommen wir hier hin. Das ist cool. Ich habe die doch gerade verloren, dachte ich. Weil dann will ich erst nochmal hier hinten gucken. Schauen, tun, machen, können. Ich könnte mir vorstellen, dass hier zumindest irgendwo... Okay, in diesen hässlichen Texturen. Die sind wirklich hässlich, schaut es euch an.
Ne, keine versteckte Wand. Warte mal, haben wir noch A? Ich glaube, mit A funktioniert aber gar nichts mehr hier. Ist alles nur wieder mit Schlagen. Back to the roots, wie man so schön sagt. Aber da hinten vielleicht. Aber ich will da auch noch runterklettern, denn da lag ja noch was. Ich richte den Sinne. Ich habe leider keinen Kerzenkopf mehr, das heißt, ich bin anfällig. Leider. Und das Problem ist, doch, ich kann da ja wieder runterspringen. Theoretisch. Theoretisch. Der Typ steht nämlich auch noch da, der Drecksack. Nee, okay, dann gehen wir einfach mal die Leiter runter. Ich sehe hier nichts, wo ich eine geheime Wand oder sowas vermuten würde, deswegen einfach mal runter. Einen haben wir ja gefunden nochmal. Das ist schön. Das gefällt. Hui. Ich dachte, ich sterbe jetzt. Oh. Beides keine Mimics. Okay. Und da hinten noch ein Gang. Ja, Mimik wäre ja auch echt Arsch, ne, in dem kleinen Raum. Göttlicher Segen und noch was anderes. Das andere habe ich jetzt gar nicht drauf geachtet, sorry. Das hier sieht aber aus, als könnte man das hier nach vorne schieben. Na, okay, ist bei allen hier so, okay. Okay. Was gibt's hier hinten noch? Irgendwas Hübsches? Hübsches? Not really. Dann kommen wir nur hier raus, okay. Ich find's in Ordnung. Dann kommt man zumindest hier wieder lang. Und ich glaube, hier haben wir ja auch alles geplättet. Nee, seit dem letzten Tod waren wir nicht mehr da. Fürchte ich. Aber kam hier noch einer? Ja, hier kam noch einer. Shit. Kommst du wieder? Ja, du bist wieder da. Okay, also haben wir dich nicht gekillt. Können wir auch nicht aus der Balance bringen, wie immer. Ah, ich sehe nichts. Okay, doch können wir. Dauert nur echt verdammt lange. Können wir hier noch runter? Ja, aber es könnte unser Ende so bedeuten. Obwohl es halt schon ein Anzeichen dafür ist, dass da diese Steine liegen. Ganz ehrlich, auf euch habe ich immer noch keinen Bock. Vor allem mit einer Feuerfackel da in der Hand. Lass ich einfach. Ich brauche den Kram eh nicht. Und dich brauche ich eigentlich auch nicht. Just saying. Okay, ich habe jetzt ein bisschen was Besseres noch in petto. Okay, der war cool. Allerdings jetzt könnte es eklig werden, wenn ich nicht schnell bin. Okay, einfach proaktiv, ne? Einfach auf die Schnauze geben und dann ist ganz schnell Ruhe bei ihm. Jetzt muss ich zwar die zwei kleinen Penner hier wieder erledigen, aber das ist nicht so schlimm. Ich habe so viel Seelen schon wieder. Ich könnte mir fast wieder ein Level gönnen. Jetzt hauen sie die Seelen raus, ne? Hätten wir das ein bisschen früher machen können? Ach, komm schon. Sei jetzt so ein Arsch. Ich nehme hier für die kleinen, weil A, zwei reichen. Per se. Wenn man nicht gerade von dem Vieh genugt wird. Und B, brauchen die weniger FP. Das heißt, es ist effizienter. Ja. Gleiche Wirkung mit weniger Aufwand. Drecksvieh. Oh Gott, wie ich euch nicht leiden kann. Ja, da unten ballern sie rum. Ich weiß nicht, auf wen du ballerst. Der ist buggt. Der ballert immer noch auf mich. Der denkt, ich wäre noch da. Ha. Okay, jetzt können wir mal testen, ob ich wirklich einen Wachskopf hier brauche oder nicht. Anscheinend geht gar nichts. Okay, ist auch cool. Da hinten war sonst auch nichts. Ach ne, hier waren wir schon. Nö, okay. Dann eben nicht, ne? Dann lassen wir es eben. Dann geht hier halt nichts mit den Statuen benutzt. Hier nicht. Schön. Eventuell müsste ich da eine Geste machen, ne? Aber ich weiß nicht welche, also. Ich habe ja gehört, es gibt es an mehreren Punkten und bisher kenne ich nur einen einzigen. Okay. So zum Boss gehen kann ich eigentlich auch nicht. Das heißt, das werde ich auch tunlichst vermeiden, aber da oben war halt noch was. Aber mit 50.000 Seelen, da will ich da eigentlich nicht hin. Und hier, was war hier noch? Sieht man hier was? Nicht so wirklich, aber es scheint auch kein Gegner mehr da zu sein, was ich als sehr gut empfinde. Sagte er und wurde eines Besseren belehrt. Oh, da sind sogar noch richtig fiese Gegner. Ja, obwohl, das sind nur normale Soldaten. Aber die können auch reinhauen, wenn sie wollen. Na gut, so haut die aber nicht rein, ne?
wollte euch nur mal sagen, das wird so nix. Was sind die da oben? Auch nur normale Soldaten? Die ihr Prinzesschen beschützen? Komm schon, hör auf. Ah, oh, komm schon, das war ein perfekter Parry. Beziehungsweise ein perfekter, ne? Dingsy und so. Tut mir echt weh, der Scheiß. Das ist ja bescheuert. Oh, da ist aber noch ein richtiger Ritter mit bei. Okay, ich gehe. Tschüss. Ich gehe dann mal. Gehen wir erst nochmal da oben gucken. Ich hoffe ja, dass ich so sterbe, dass meine Seele, meine Seelen dort liegen bleiben, wo ich auch direkt rankomme wieder. Weil 56.000 würde ich ungern verlieren. Das ist, obwohl, das ist sehr, sehr nah an einem Level. Ne, wisst ihr was, Leute, das machen wir beim nächsten Mal. Oder beziehungsweise gleich. Erstmal gehe ich zurück. Einfach aus dem Grund, weil mir eine Seele oder sowas reicht, die ich dazu ploppe, um ein Level zu bekommen. Und ich bin sehr wenige Seelen davon entfernt, die anderen Zauber zu testen. Und das will ich auf jeden Fall. Und da die fürs Hauptspiel sind, die auch nur hier nützlich werden. Kann ich mir vorstellen. Also nicht im DLC. Ich weiß, wie gesagt, wo der ist. Ich will nur nicht hin. Ich habe keinen Bock auf den DLC gerade. Weil da soll, wenn ich Shiro schon wieder höre, der meint so, gerade den letzten Boss im DLC geschafft und oh mein Gott, wer den alleine schafft, Respekt und bla blub, dann denke ich mir auch so, ja, nein. Einfach nur nein. Feuerband Shrine. Wir haben ja ein bisschen Kladderadatsch drumherum gemacht, also ein bisschen hin und her gewurschtelt und sowas. Den Boss können wir uns auch noch aufheben zur Not. Ich würde ihn trotzdem gern versuchen schon einmal. Welcome home. Nein, bringt mir nichts. Gehen wir zu der Truller, da es ja jetzt 1:1 ist, müssen wir jetzt immer auf gut Glück das machen. Wir brauchen irgendwas mit 61.000, das heißt, zweimal die 3 wären gut. Ne, einmal die 3, einmal die 2, das wäre okay. Ashen One. Da sparen wir uns auch die Animation, von daher habt ihr schon recht, dass das die bessere Wahl. Ich glaube, Shiro hat mir das gesagt, dass ich das auch mal hier mal gefälligst machen soll. Oh crap, 210. Farewell, Ashen One. Okay, wo kriege ich jetzt 300 Seelen her? Goodbye. Oh, eh kein Mensch. Ashen. Ich habe gesagt, ich habe die jetzt nicht gekauft. Ne? Das wäre dumm. Okay. Ja, ich würde liebend gerne ein bisschen mehr auf Vita skillen, aber nein, wir müssen hier auf Intelligenz skillen. Scheiße. Ah, noch ein paar Level. Ob ich noch ein Level zusammenbekomme? Wenn ich noch einen zusammenbekomme, kann ich zumindest einen Zauber mal testen. 20, 30, 38 und 6 sind nicht genug. 44.000. Ich brauche 60.000. Das heißt, mit 20.000 Seelen kann ich hier hinkommen, kriege ich noch ein Level. Wenn ich allen Crap verkaufen würde, nicht eh die nutze, wie den hier, was ich eh nicht nutzen darf, leider, was ich total doof finde auch, dann wird es vielleicht gehen. Ashen One. Dann könnte es echt gehen. Ah, egal. Wir gehen jetzt nochmal zurück. Ins große Archiv. Mano! Wieso große Archiv? Ich hab doch gar keinen Sprachfehler, Mensch. So ein Scheiß. Großes Archiv. Ha! Schlimm, Leute, schlimm. Man muss sich echt fragen, wo man denn herkommt, ne? Und wo man überhaupt hingeht und was das alles soll. Das sind echt meine besten momentan. Zielflugseelen, was, hab ich das Gefühl. Aber die kosten auch ein Schweine-FP. Gegen den Boss nicht weiter schlimm, weil da willst du einfach nur viel, viel Schaden machen. Aber gegen den Rest hier ist es schlimm. Beim Boss will man so viel Schaden in kürzester Zeit machen wie möglich. Egal, was es kostet, weil du höchstwahrscheinlich nicht lang genug lebst, um dir darüber Gedanken zu machen, was es kostet. Jetzt habe ich hier nichts zu verlieren, also... Geronimo! Ich hasse euch alle! Ich hasse euch so sehr. Ich habe da irgendwas gesehen, das will ich haben. Hier bleibt mal alle weg, ihr Schweinebären. Und ich komme nicht wieder hier hoch, ne? Ein Jägerring, okay. Also wieder Bloodborne-Shit. Oh mein Gott, das sind Engel. Oh mein Goodness. Goodness gracious. Warum sind das Engel? Warum bin ich so ein feiges Schwein? Könnte man sich genauso fragen, ne? Aber wenn ich es kann, dann werde ich es tun. Scheiße, ist genau so abgepasst, dass man es nicht kann, ne? Ich hasse diese Reduktion in Reichweite für einen Magier. Das ist so bescheuert. Da hinten geht's weiter. Und da gibt's auch noch Kram. Aber ich würde nicht mal einen alleine besiegen, das sehe ich schon.
Aber ich könnte hier runter. Vielleicht kommen sie hier nicht hinterher. Weil sie kein Pathing hier machen können in die Richtung. Habe ich die Hoffnung. Ich meine, ich kann ja auch so ein paar meinen Arsch schießen. Wenn ich wieder beruhigt, das kommt so zurück. Ist auch cool. Warum kommt der hier hoch? Nein! Nein! Die haben genug Reichweite. Die haben genug Reichweite gegeben, die Schweine. Oh, oder sie können fliegen. Das ist natürlich auch cool. Also nicht wirklich! Wow, zum Glück schlägst du erst, wenn du... Oh, toll. So viel dazu. Ja, die haben die Lichtstrahlen! Okay, ich bin weg. Tschüss, Freunde! Tschüss, Freunde. Tschüss, tschüss. Griffen wir noch was ab? Griffen wir noch was ab. Da unten geht's lang. Hier oben ist aber noch was gewesen, das weiß ich. Hoffentlich kann ich an denen vorbeipathen, ey. Oh mein goodness. Die haben die Gottesstrahlen. Esso-Scherbe, ja, die habe ich gesucht. Die habe ich doch gesucht. Kann ich hier unten lang? Ah, scheiße. Komm schon. Yes! Hahaha, um die Ecke gebuggt. Okay, jetzt kann ich hier unten lang laufen, aber ich glaube, das bringt mir nicht so wirklich viel. Also ich komme damit wieder zurück. Dann schon. Ohne da auch wieder hoch zu müssen. Aber hier ist leider sonst gar nichts. Aber die Estusscherbe, die war es noch wert. Oder kriege ich noch ein Estus mehr? 10 Stück hätte ich dann. Ja, ich komme sogar wieder zurück. Aber jetzt bin ich ja doch ein bisschen daring, ne? Wenn ich den Weg zurückgefunden habe, ohne dass die mir was tun konnten. Dann kriege ich den doch sicher noch tot. Wir wissen, wie viel Seelen die geben. Und ob sie was Schönes droppen. What the fuck? Schaut euch die Seelen an! Wenn ich noch einen von dem platt bekomme, dann besitze ich sogar genügend Seelen, um noch was zu reißen hier. Scheiße. Er hat es gemerkt, natürlich. Oh, natürlich können die wieder ihre scheiß Flugkackangriffe machen. Oder Wirbelkram. Das war geil. Ich sollte gehen. Ich weiß, dass ich gehen sollte. Aber ich bin gierig. Außerdem weiß ich, dass der nicht mehr lange durchhält. Obwohl, der hält noch lange durch. Großer Fehler, großer Fehler, großer Fehler. Oh nein. Gehen wir da hoch. Tschüss. Immerhin kannst du mir da oben nichts. Na? Ah, oh, Bogenschützen sind so... Ey, die haben die Bogenschützen. Die sind immer so ein Vorteil jetzt dadurch, dass ich einfach nicht genug Reichweite mehr habe. Und die haben per se unendlich. Also nicht wirklich, ich weiß. Aber die können ja auch noch buffen und so mit dem Ring. Ich kann das nicht. Das wäre jetzt nämlich ideal. Ich bin so feige, ich weiß. Aber ich will auch nicht gegen den kämpfen, wenn es nicht muss. Nein, 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 das war zu weit. Au, und das hat wehgetan. Er ist der Einzige, der bis jetzt die scheiß Gottesstrahlen gemacht hat. Nein, 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 nein! Hör auf! Du Ratte! Hat wehgetan. Und eine Titanitscholle, okay. Und eine große Titanitscherbe. Das war also der Megameister, oder was? Das war Meister Miyagi. Okay, aber sonst war hier leider nichts, habe ich das Gefühl. Aber interessant. Interessant, die mal umzubringen. Das war auch das einzige Mal, schätze ich. Wenn was ist, könnt ihr mir es ja sagen, wenn hier noch was rumliegt, das ich vergessen habe. Aber ich werde wahrscheinlich nicht nochmal hier hingehen. Nee. Bin ich bescheuert? Ich meine, da komme ich hier runter, aber sonst war hier auch nichts, okay. Nö, dann bleibt uns in diesem Spieldurchgang eigentlich nur der Boss. Ich wollte schon sagen, sofern das keine unsichtbare Wand ist. Beziehungsweise sichtbare Wand, die eigentlich fake ist. Dann bleibt uns ja echt nur noch der Boss. Nicht, dass das was Gutes wäre. Nee, nee, nee. Nee, nee, nee. No, no, no. Aber wisst ihr was? Ich versuch's nochmal einen Part lang. Wir können das öfter mal versuchen.
Und dann schauen wir mal, vielleicht schaffen wir es ja. Und dann haben wir das Spiel praktisch... Also ich denke, wir haben es dann abgeschlossen. Aber vorher müsste eigentlich noch einer kommen. Ich finde es übrigens dreckig, dass doch noch Gegner da sind, ne, die man besiegen muss. Ich habe wieder überzogen. Deswegen werde ich jetzt mal... werde ich hier einen Cut einlegen und wir sehen uns nächstes Mal wieder. Dann da oben. Und machen weiter. Ich werde jetzt nur die Esso-Scherbe ausgeben und nochmal gucken, ob ich einen Zauber hinbekomme, weil ich müsste jetzt noch ein Level hinkriegen und sowas. Ja, ich sage einfach mal bis dann, Leute, und tschüss. Denkt dran, lasst mir ein Like und ein Abo da. Bis dann. Tschüss.